Wir stellen die Szene jetzt nach. Er steigt auf ihr Bein komplett drauf, um oben dran zu kommen. Das mache ich nicht. Jetzt mach ganz das Tut dir weh. Aua! Okay, Mutter! Ja, du wolltest es. Ich hab's dir gesagt. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Das Finale Sommerhaus der Stars. 1200 Nachrichten. Yvonne, das Finale war getürkt, gefaked, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich habe es jetzt durchgesetzt, kann man sagen, aber I don't know. Auf jeden Fall aber sind andere ganz krasse, kranke Dinge zwischen Bauer Patrick und Antonia wieder hier zu sehen im Finale, was der da macht. Das ist einfach nur noch, also ich muss jetzt selbst schon zur Therapie, ja? Also ich muss das erstmal verarbeiten, was der Typ da überhaupt permanent uns voll sülzt, ja? Weil er sülzt sie voll, aber der sülzt auch uns voll, ne? Also das ist so richtig so und so, oh, nee, man will den gar nicht mehr hören und jetzt singt der halt auch noch, ne? Das muss man sich auch mal geben, jetzt fängt er auch noch an zu singen. Dann, also bevor das hier, das Finale ausgestrahlt wurde, ist das Cringige noch daran, dass Antonia sich auf Instagram geäußert hat dazu. Antonia hat gegen alle ausgeteilt, die gegen ihren Freund, Mann was sagen. Da habe ich halt auch es mir nicht nehmen lassen, auf Instagram halt auch zurück was zu sagen. Also weil sie hat tatsächlich auch uns öffentliche Personen so ein bisschen so beleidigt, mehr oder weniger. Und dann denke ich mir einfach nur so, so wie du, Antonia, gegen uns öffentliche austeilst, die was gegen eure Beziehungsmuster sagen oder mehr gegen deinen Partner, so solltest du einfach mal die Klappe aufreißen deinem Partner gegenüber. Das wäre dort angebracht, ja. Es ist nicht angebracht, gegen die auszuteilen, die euch zugucken müssen bei eurer toxischen Scheiße da, ja. Also, ja, ich weiß nicht, was ich von Antonia auch mittlerweile halten soll. Es ist halt das Gleiche wie so ein bisschen wie bei dem anderen Format letztes Jahr, ne? Bei dem Pärchen Mike und Michelle ist das Gleiche. Deswegen werde ich mich da aus diesem Privatleben raushalten. Aber das, was wir hier sehen, das kommentieren wir halt einfach. Und das, was wir hier sehen, ist halt einfach krank, ja? Da gibt es nichts dran zu rütteln. Da kann man auch nichts schön quatschen. Was ich auch so ein bisschen, ich habe das Interview gesehen von Katharina und Steffen Dürr und haben sie jetzt gesagt, ja, die haben auch schöne Momente im Sommerhaus gehabt, Bauer Patrick und Antonia, und die sind auch dann ganz schön miteinander umgegangen. Und da habe ich halt auch reinkommentiert in diesen Livestream. Das Problem ist einfach, dass in einer Beziehung, nur weil es auch schöne Momente gibt, rechtfertigt das nicht, dass man die ekelhaften, kranken, teils sadistischen Dinge in Kauf nimmt oder dass die dann in Ordnung sind oder dass man die damit relativiert. Ja, ich weiß, die meinen das vielleicht nicht so, weil, ne, das, aber es ist damit die Aussage. Das ist halt einfach für mich nicht richtig die Aussage. Ja, die hatten auch schöne Momente und deswegen, ja, das bringt ja nichts, ja. Ich kann meinen Partner ja auch nicht schlagen. Ja, das machen ja die meisten, die rechtfertigen das damit, wenn Frauen werden von dem Partner geschlagen, zum Beispiel. Ja, aber der ist auch nett zu mir, der ist auch liebevoll zu mir, er ist gut zu meinen Kindern. Hä? Dafür darf der dir in die Schnauze hauen? Ja? Und das ist genau das Gleiche wie mit diesem Beziehungsmodell. Sie weint von 10 Folgen, weint sie 7. Und wenn es nur 2 wäre, weil er sie so behandelt, wie wir es sehen, ist das falsch und die Beziehung ist nicht gesund. Da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Uns geht das natürlich nichts an und wir können nichts raten, aber wir können unsere Meinung dazu sagen, weil sie tragen das ja in die Öffentlichkeit, ja. Ich kann aber nur jedem raten, jeder, der Ratschläge möchte und eine gesunde Beziehung irgendwann führen möchte und eine glückliche, dass man nichts aufwiegen darf. Normaler Streit über normale Dinge hat nichts damit zu tun, dass in einem anderen Streit, wie hier bei Bauer Patrick und Antonia, der Partner erniedrigt, fertig gemacht, denunziert, beleidigt wird. Also alles Schlechte. Ja? Du kannst streiten in einem Niveau und du kannst streiten auf einer asozialen Ebene, die den Partner extremst verletzen und herabwürdigen und das Selbstbewusstsein schädigen. Und das ist einfach falsch und das ist toxisch. Und dann darf man halt auch einfach nicht die schönen Sachen aufwiegen. Das ist aber meine Meinung nur. Und das ist nur mein Ratschlag für alle, die das hören möchten und für alle, die irgendwann ankommen möchten. Ich habe das früher auch relativiert. Ja? Und es ist halt einfach falsch. Ja, ich brauche in meiner Beziehung keine Abstriche machen. Wir streiten uns sogar zum Beispiel gar nicht, auch nicht normal, weil wir halt einfach zu 98% die gleichen Ansichten haben in allem. Das ist ja das Krasse. Und deswegen kann ich ja immer nur sagen, es gibt den einen richtigen für euch. Ja, aber den findet man nicht, wenn man sich mit
zufrieden gibt. In dem Falle gibt man sich ja mit Scheiße zufrieden. Ja, ja, der behandelt mich kacke, 50-60% in der Beziehung, aber die restlichen, die sind schön. Und dann bleibt man, wa? Ja? Ist nur mal ein Ratschlag, es nicht zu tun. So, Freunde, aber jetzt gucken wir uns die Reaktion an. Wir könnt euch die Spiele, die brauchen wir nicht gucken, die könnt ihr euch auf RTL Plus angucken. Link dazu wie immer in der Infobox. Wir schauen uns 2-3 Szenen an, auch von Diogo und von Vanessa, weil das fand ich ganz fand's witzig. Aber auch so ein bisschen, da muss ich was zu sagen zu einer ganz bestimmten Szene. Und ja, ich würde sagen, hol ich was zu essen, was zu snacken. Er geht los. Heute? Schade, wenn einer von uns raus muss. Das Finale. Ab jetzt sind wir Gegner. Mhm. Ja, bereit, Ding. Angriff, Attacke. Der ist schon so krank ehrgeizig. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm, Schatzi, du sagst es. Wer stürmt zum Sieg? Renn, Schatz! Wer hat die Eier? Schatz, ehrlich, Alter, willst du mich verarschen? Schatz! Schatz, sie hat's mal erlassen, verdammt nochmal! Wer hat keine Eier? So können wir nicht gewinnen. Nee, du bist echt der größte Lappen der Rumler, ne? Einfach mal ein bisschen Ehrgeiz. Ich hab morgen fast erschlagen. Unnötig. Lass mich doch, ey. Da hab ich einfach keinen Nerv drauf. Ja, das sind die Spiele, die ich meinte. Die könnt ihr euch wirklich bei RTL Plus anschauen. Das reicht mir jetzt. Schreib mir den an. Hey! Wer gewinnt die 50.000 Euro? Ja, das fragen wir uns alle. Und jetzt gehen wir rein in die Folge. Ich muss mein Schatz erstmal einen Kaffee vorbereiten. Ich bin echt fast durchgedreht. All night long. Ich habe so katastrophal geschlafen. Ich habe mir natürlich über das Spiel ein bisschen Gedanken gemacht und so, boah, wir müssen es heute schaffen. Ey, was wäre das für eine Blamage, wenn wir das jetzt verlieren? Und da ist mir halt so, irgendwie langsam wird mir bewusst, so, sie redet komplett das, sie sagt das, was er hören will. Wir wissen jetzt alle mittlerweile, die ist nicht so wie er. Ja, das sieht jeder, ne? Wenn er 3 und 3 zusammenzählen kann. Sie redet einfach permanent, was er hören will. Permanent! Die Instagram-Seite Influencer lieben mich, die macht immer geile Memes, muss ich sagen. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Influencer lieben mich, so heißt die Insta-Seite. Sie hat so geile Memes gemacht, unter anderem zu der Beziehung halt zu den beiden. Das ist absolut zu empfehlen, das anzuschauen. Oh je, wenn ich schon wenn ich schon diese motivierenden Sprüche höre. Bei denen ist ein bisschen die Luft so gerade raus, ne? Also Antonia ist ja auch wie so ein Zombie bisschen. Schatz, mach jetzt. Mit Zusammenhalt sind wir auf jeden Fall stärker wie Antonia und Patrick. Schade, wenn einer von uns raus muss. Ja, die machen sich fertig. Da steht schon Sieg auf der Stirn. Ja, ja, ne? Ich will heute von Antonia einfach sehen, dass sie Gas gibt, dass sie jetzt auch mal ans Limit geht, so wie sie es immer sagt und nicht nur heiße Luft. Das ist das Finale von den Originals. Ab jetzt sind wir Gegner. Genau, und dann kommt das erste Spiel. Cosimo und seine Holde Maid gegen Antonia und Bauer Patrick. Ich muss sagen, hier während dem Spiel sagt Bauer Patrick nicht so schlimme Dinge. Man kann sich das Spiel ganz, ganz gut, ganz entspannt angucken, ohne einen Wutanfall zu bekommen tatsächlich. Ich meine, das ändert sich natürlich nachher, ne? Aber das könnt ihr euch, wie gesagt, schaut es euch auf RTL Plus an. Wer gewinnt? Achtung, Spoiler, für die, die es noch nicht gesehen haben, Bauer Patrick und seine Frau. Du hast es hochgezogen, ne? Du bist da gar nicht eigentlich. Was denn? Kriecht unter dich durch. Bist du eigentlich gekriecht oder bist du gelaufen? Ich bin schon unten gekriecht. Ja, das hat länger Zeit gedauert. Gleichzeitig drehe ich Verkanten die. Ja, jetzt müssen wir hier noch mal eine Nacht schlafen. Sieg! Habt ihr? Ah, was? 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 Keine Chance. Hey, du, ne? Wie natürlich? Schau da. Ey, geh mal weg. Ey, geh weg, Cousin. Geh weg. Nein, 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 nein. Wir haben gewonnen. Ja. Das war klar. Ja, das ist ein Bauernspiel. Kannst du zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast? Fertig. Das war schwer, da runterkriechen. Fehler will Cosimo nicht zugeben. Ja, guckt euch das Spiel an, das ist ganz lustig. Und dann, Cosimo und seine Freunde müssen leider das Haus verlassen. Aber man muss sagen, sie haben sich gut geschlagen. Alles in allem war alles ganz gut und schön. Und ja, ne, die haben einen ganz guten
Eindruck hinterlassen eigentlich, ne? Zwischen bei denen. Und dann fängt das an mit die Szene, die ich zeigen wollte. Diogo und Vanessa streiten sich ums Essen. Die Küche wird noch eingeschmutzt. Das reicht. Das wird zu viel. Das wird zu viel Tomatensoße. Schatz, reicht. Schatz, was ist mit dir? Lass mir doch Gewürze reinmachen. Sachen, ja, muss man. Ansonsten schmeckt es nach nichts. Klar, gestern habe ich auch nicht so viel reingetan. Das hat super geschmeckt. Das war auch ein anderes Rezept. Heute koche ich. Wenn die anfangen zu kochen, dann mag ich das nicht, wenn mir jemand reinredet. Wenn ihr heute kocht, dann koche ich anders, Schatz. Ja. Mit mehr Gewürzen. Muss ja nach was schmecken. Pfeffer ist auch schon. Boah, ich hasse Oregano, Alter. Du schmeißt auch alles rein. Weißt nee, du, das mach ich nicht, weil sonst würde ich hier nur Paprika und Oregano, Knoblauch, ja, muss auch nach was Paprika schmecken. Oder was hast du eben reingetan? Ich bin Köchin. Ich koche schon ein paar du Tage länger. Alles rein. Alles. Ist voll der Mischmasch. Okay. Ich habe gestern weniger reingemacht und meiner Meinung nach war das lecker. Das fanden auch, glaube ich, alle lecker. Schatz, weil du einmal gekocht hast. Aber es war super. Wow. Können wir ein bisschen Mehl reinmachen, dann ist das... Was ich bei ihr gut finde, ist, dass sie dem Casala bietet. Ne? Also die, damit irgendwie keiner irgendwie tiefer oder höher steht, ne? Das finde ich gut. Die hält dagegen. Ja? Hätte ich von ihr auch nicht gedacht. So. Mehl. Ganz wenig nimmt man ja zum Soßenbinden. Dann ist nicht flüssig und das geht's doch. Das ist doch zu flüssig. Egal, wenn du mischst mit den Nudeln, ist okay. Du redest mir rein, Schatz, bei meinen Sachen. Ist einfach so. Also es gibt Bohnen, es gibt Mais und Gemüse. Dann kann sich das jeder so richten. Ich glaube, ihr müsst so ein bisschen salzen. Es hat keiner die Soße probiert. Guten Appetit. Mahlzeit. Also Schatz, tut mir leid, ne? Ja. Aber ich muss sagen, das von mir gestern war besser. Ja, okay. Weißt du wieso? Weißt du wieso, Schatz? Weil du immer an meinem Essen rumfummelst. Nichts wieso? Nein, nein. Ich finde auch, das ist so irgendwie so ein bisschen unnötig, das, was Diogo hier macht. So, ja, Schatz, mein Essen ist erstmal lecker. Ja, ist ja alles Geschmackssache, ey. Und dann sitzen alle am Tisch und der fand ich auch so ein bisschen nervig. Ja, wieso? Keine Ausreden. Das ist keine Ausrede. Ich werde mein Essen so machen, wie es ihr machen wird. Ja. Sieh doch ein, dass meins besser war. Schatz, es geht geschmeckt. Nicht darum, was aber warum besser kannst du es nicht einsehen? Warum kannst du nicht einmal sagen, ich hab gestern habe ich viermal echt sehr, sehr lecker. Hab ich das, wie oft habe ich das gestern gesagt am Tisch? Okay. Du hast Salz? Ja, ja, okay. Ja. Thema eigentlich doch beendet, oder? Aber nee, der macht hier so ein bisschen weiter, ne? Nervt mich auch. Ich hab's nicht mal kostet. Weil doch, du mein die Essen, Nudeln. Schatz, kannst aufhören jetzt? Ja, reicht jetzt. Der hat ein bisschen Freude daran, die weiter zu provozieren. Achtung. Das kenne ich, wenn ich koche. Das ist das, egal was ich mache, die heult rum. Ja, aber so, glaube ich, wäre das besser gewesen. Ja, dann koch nächstes Mal selber. Mhm. Nee, nee. Geht einfach ums Prinzip, ich werde die dann nicht. Okay, das ist okay. Nein, um das ist einfach... Das ist okay. Nein, nee, mach ich jetzt nicht, bitte. Nervt mich gerade. Boah. Ja, nervt mich. Nee, ich finde das echt von dir. Wieso? Nur weil ich einmal besser gekocht habe? Nee, ist doch okay. Boah. Also ich mag's trotzdem. Um das geht's doch nicht. Es geht doch nicht um das, was besser ist. Es geht darum, dass ich die Einzige bin, die hier in der Küche steht und dann sage, kannst du mir bitte helfen und du kochst mein Essen und dann beschwerst die. Dann beschwer dich auch nicht, wenn du es zu Ende kochst. Also erst denkt man sich, okay, warum streiten die sich jetzt überhaupt? Ne? Mein Gott, wegen der Soße. Patrick auch so, die streiten sich wegen der Soße. Also zwischen Patrick und mir findet sowas gar nicht statt. Und deswegen findet er sowas, also Patrick findet sowas befremdlich. Ne? Ja, aber Schatz, die streiten sich wegen Soße. Ich sag, ja. Aber gleich kommt ja raus, warum die sich streiten wegen der Soße, ne? Und ja, Achtung, es kommt jetzt auch gleich. Reicht? Ach ja, ihr redet gar nicht mehr über das Thema, weil das nervt einfach. Vanessa hat auch ihre Tage, vielleicht liegt es daran. Was ist dein Ernst? Und da habe ich gesagt, Patrick, siehst du? Und da war bei mir auch der Ofen aus, ja? So richtig respektlos auch, Achtung, wenn er recht hat. Wenn Frauen mit den Hormonen beeinflusst sind, sind viele, nicht alle, sehr Stimmungsschwankungen ausgesetzt. Ich bin das auch, um meinen Eisprung herum und zu meiner Periode herum. Viele Frauen. Und ich bin dann auch sehr sensibel, sehr feinfühlig. Teilweise bin ich so emotional, ne, dass ich einem jemanden in die Schnauze hauen könnte, obwohl das gar nicht dafür, also eigentlich gar nicht muss. So, ne? Und ich finde einfach, wenn er es doch jetzt weiß, weil sie gibt zu, dass sie ihre Tage hat, ja, finde ich einfach, wenn er es doch weiß, dann halt doch einfach mal den Mund. Patrick hält die Klappe. Patrick weiß, wie mein Zyklus ist. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann sehr irgendwie, das habe ich nicht jetzt so, dass ich unterleide. Ne? Aber es kann halt mal sein. Und dann ist er halt einfach ruhig und nimmt sich zurück, weil wir Frauen einfach dann nicht handeln, wie wir handeln würden, wenn die Hormone im Einklang wären. Ja, Achtung. Kann sein. Wichtigste. Also,
Und ich finde es ein bisschen unangenehm, dass er das im Fernsehen sagt, ja, hast deine Tage, du hast deine Tage, Schatz, deswegen. Deswegen bist du so. So, okay, ja, Meinung absprechen, weil du hast deine Tage, also nehmen wir dich ja gar nicht ernst, ne? Finde ich unangenehm, finde ich fehlangebracht, machbar auch nicht. Wenn das mein Mann machen würde, dann würde ich auch das Fressbrett querschlagen im TV, ne? Ist das dein Ernst gerade? Ja, Schatz, du hast deine Tage. Weißt du, wie weh das tut? Ja. Weißt du, wie? Findest du das jetzt in Ordnung? Was denn? Du musst jetzt nicht anfangen zu weinen. Nee, ich weine nicht, aber ich finde das voll frech von dir. Was? Ja, was finde ich frech, was? Ja, das finde ich auch frech, ne? Macht man nicht, ne? Weil Männer können sich null reinversetzen in die Frau, weil sie diesen Stimmungsschwankungen 30 Jahre nicht ausgesetzt sind, ne? Also... Das zu sagen. Was? Dass deine Tage hast? Ja, weil ich eh Bauchweh habe. Ja, okay. Und vielleicht bist du auch deswegen ein bisschen Stimmungsschwankungen. Nee, ich habe keine Stimmungsschwankungen. Ja, okay. Ich... meine ja. Ja, dann wenn du das doch meinst, dann halt doch einfach mal die Klappe, ja? Er kann sie so einfach ärgern. Ach wirklich? Ja, auch wenn sie doch ihre Tage hat und sensibel ist und sehr feinfühlig ist, dann halt doch einfach nochmal gesagt die Klappe. Das macht schon Spaß. Ich find's aber nicht schön. Ach, das macht Spaß. Und sie sagt noch ganz, ganz ruhig und ernst, ich find's aber nicht schön. Und er, es macht schon Spaß. Also finde ich absolut unangebracht und unangenehm. Ja, ist respektlos der Frau gegenüber einfach. Nee, aber du ärgerst mich ich auch. Ich würde auch viele Sachen von dir, die dir wichtig sind. Du ich würde auch viele mich Sachen auch. Von dir, die dir wichtig sind. Du ärgerst mich auch und es reicht mir jetzt. Oh. Hey! Schatz, ich finde das einfach frech, das zu sagen. Warum? Weil es mir den ganzen Tag nicht gut geht. Warum? Meine Füße tun sau weh und mein Bauch. Ja, okay, weil, und siehst du? Dann sagst du, ja, du hast deine Tage. Das hat nichts damit zu tun. Warum tut dein Bauch weh? Ich bin halt einfach feinfühliger. Sie sagt das. Sie ist halt einfach feinfühliger. Na klar ist das alles überzogen. Aber Frauen, die da auch drunter leiden, unter PMS wie ich, können das absolut nachempfinden. Und er halt einfach null empathisch, trampelt noch drauf rum und nimmt sich einfach nicht mal null zurück. Ne? Schade. Warum tut dein Bauch weh? Schatz, ich bin heute warum einfach feinfühlig. Ja, warum? Vielleicht, weil du deine Tage hast. Vielleicht, weil du deine Tage hast. Oh mein Gott. Kann man so dumm sein, ey. Geh weg jetzt oh mit dem. Oh mein Gott. Das stinkt voll, Schatz. Hör auf. Oh mein Gott, das ist einfach nervig. Das ist unnormal. Ja, warum fängst du direkt an zu weinen? Ich fange nicht an zu weinen. Ich habe einfach heute Schmerzen. Ja, dann sag doch, du hast Schmerzen. Ja, das liegt auch. Oh mein Gott, der reitet weiter drauf rum, oder? Das sind meine Tage. Genau, an ja, dem ist okay. Oh, Bruder. Hä, du weißt es doch die ganze Zeit, dass ich dass meine du deine Tage hast. Ja, hast das ist witzig. Schwein mir an. Hast du mir gesagt, dass du Bauchschmerzen hast? Schatz, ja, ist doch logisch, oder? Dann ist auch logisch, dass die Frauen Stimmungsschwankungen haben. Ja, aber dann ist es auch mal logisch, dass der Mann einfach mal die Schnauze halten sollte, oder? Man findet es nicht mehr lustig. Ist lustig bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und dann reicht's aber auch. Ja. Jetzt reicht's. Hat mir ein bisschen leid getan, muss ich ehrlich sagen. Ne? War ein bisschen unnötig, aber ich dachte, wir gucken uns das Ganze an. So, jetzt widmen wir uns aber wieder dem Paar. Geht schnell, gell? Oh mein Gott. Ich habe jetzt hellere, du. Ja, Frau Patrick. Wir wissen, du hast hellere Zähne, du bist besser, du bist schöner, du machst alles total toll. Aber die Wahrheit, ne? Die sag ich dir gleich ins Gesicht hier. Weil sie sind jetzt halt doch einfach ein bisschen ledierter wie die anderen. Ja, das merkt man. Ey, jeden Tag merkt man hier, ne? Jeden Tag merkt man. Oh, da, guckt euch an, das ist die Wahrheit des Körpers von Bauer Patrick, ja? Der zu seiner Frau sagt, sie sei schwerer, breiter gebaut, sie war halt dicklicher, sagt dieser Mensch, der so aussieht, zu seiner Frau. Boah, Zeit, dass man hier rauskam. Und das ist auch mal schön, dass das Fernsehen, also der Schnitt, die Produktion, das auch so schön einblendet, ne? Für mich ist es dann auch irgendwie so schlimm, dass unsere ganzen Bezugspersonen, die wir hier drin einfach hatten, dass die auch alle weg sind. Einfach schlimm, dass da gar niemand mehr irgendwie da ist, den man so von Anfang an einfach direkt gemocht hat. Jetzt Achtung, wird's richtig cringe. Freunde, Achtung, jetzt wird's richtig cringe. Okay, was? Was machst du? Kannst du dann nicht starten? Also, ich muss das gleich hier nochmal wegmachen, ich möchte, dass wir uns den Dialog anhören. Sie sagt, kann ich in deinen Arm? Mein Partner würde sich freuen. Ihr Partner so. Für was? Für was willst du in meinen Arm? Der Witz an der ganzen Geschichte ist, Freunde. Antonia sagt auf Instagram, wir sind glücklich. Wir lieben uns. Sie weiß gar nicht, was Liebe ist. Das ist keine Liebe. Darf ich in deinen Arm? Und der Partner, für was? Wir gucken uns das nochmal an, damit ihr es alle hört, damit hoffentlich hier der Balken unten pünktlich weggeht. Darf ich in deinen Arm? Hä? Was? Was machst du? Kannst du dann nicht starten? Ja, nur ein paar Minuten. Los. Ja, mach.
Der sagt einfach, na toll, ja, mach. Jetzt hab ich wieder deine ganzen Haare im Gesicht. Na, Premio. Manchmal merke ich schon noch, dass du 22 bist. Mhm. Mich nerven hier die Haare. Ja, gestern soll ich doch auch in deinem Arm. Ja, aber... Da haben sie dann nicht genervt. Nee, aber weißt, andersrum. Ach, was, lass uns den Schlaf. Achtung! Achtung jetzt! Morgen wird anstrengend. Okay. Schatz. Ich liebe dich. Ich weiß. So einfach. Was soll denn das? Was? Ich weiß. Entweder kommt ich weiß oder wirklich oder nee, glaube ich nicht. Ja. Oder zeig's mal oder Man muss doch nicht immer. Nix passt schon. Und die sagt, Freunde, auf Instagram schwarz auf weiß, wir lieben uns, wir sind glücklich. Nein, das ist keine Liebe. Freunde, Antonia Bauer, Freunde, wenn ihr einen Partner habt, der so zu euch ist, nehmt die Beine in die Hand und lauft. Respektlos, keine Liebe, keine Zuneigung. Das ist eigentlich alles. Das ist das Grundbasis einer glücklichen Beziehung. Respekt und Zuneigung, woraus Liebe wird. Die sind seit 2 Jahren zusammen. Die will einfach in seinem Arm Nähe und Liebe, wo ich auch schon denke, was will man eigentlich von diesem Typen, der einen permanent fertig macht, aber okay. Und er sagt, für was? Ja, einfach so. Dann geht sie in den Arm und man merkt richtig die Kälte und der Upturn, den er ihr gegenüber hat. Und dann findet er irgendeine Ausrede. Ja, das sind die Haare, damit die einfach, weil er hat keinen Bock, Nähe ihr zu geben. Der hat keinen Bock, ihr Liebe zu geben. Weil er halt hier in diesen Situationen, man sieht, dass er es hier nicht empfindet, ja. So, und dann sagt sie auch noch, ich liebe dich. Und er so, ich weiß. Im Sommerhaus startet der tollste Tag des Jahres. Ja, der tollste Tag. Ich habe das Gefühl, Christina und Marco sind heute sehr angespannt, sehr nervös. Aufregend. Gerade wenn es eine Aufgabe ist, dann, wenn man die den Konzentration halten muss, den Fokus beibehalten muss, dann könnte es sein, dass es dass die einfach zu drüber sind. Hm. Okay. Halbfinale. Oh. Ja, also im Halbfinale finde ich, darf man vielleicht schon noch so ein paar Kräfte sparen, wenn es aufs Finale zugeht. Ach du Schatz, oh bitte, mach mir nicht schon Bauchschmerzen, echt. Es geht los. Ja, und dann beginnt das nächste Spiel, das Halbfinale. Die drei Paare müssen in einem Spiel gemeinsam Eier zwischen einem Drahtzaun in so einer Richtung über eine Wippe bringen und über die Wippe das Ei in den Korb legen. Ob das da so mit rechten Dingen zugeht, wegen der Wippe, wegen den Eiern, die gezählt worden sind, die aber kaputt gegangen sind, die drin sind, keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht hundertprozentig sagen, was da meine Meinung ist und deswegen halte ich mich da bedeckt. Aber ein gutes Spiel, theoretisch, sehr interessant, entertainmentreich, könnt ihr euch auf RTL Plus angucken. Nachdem das Spiel aber dann zu Ende ist, und ich muss sagen, Antonia hat sich auch hier wieder gut geschlagen, vom Bauern hin, aber natürlich hat Bauer Patrick wieder was auszusetzen, ist natürlich ganz klar. Und was er auszusetzen hat, das sehen wir jetzt. Geil, ey. Was machen wir zuerst? Hände waschen. Ja, ja, erstmal diesen da wegmachen. Boah, das ist echt auf, ne? Ja, Schatz, komm, mach da jetzt was drauf erstmal. Doch nicht für jedes Aua gibt's ein Pflaster. Alter, leck mio am Arsch. Schatz, was für ein Spiel, oder? Das ist voll behindert. Schatz, das war ein richtiges Pissspiel. Das ist gar kein Sinn, das Spiel. Hätten wir nur drei Minuten mehr gehabt, hätten wir das easy geschafft. Ja, am Ende waren wir schnell, aber trotzdem. Ja, super schnell. Weil leider das Spiel, Diogo und Vanessa sind raus, waren aber auch nicht schlecht, ne? Sie ziehen dann auch dann aus dem Haus und dann geht es wirklich zwischen Bauer Patrick und seiner Frau weiter hier. Ganz unangenehm. Wirklich ganz unangenehm. Du hast jetzt meinen Platz geklaut. Weggegangen, Platz gefallen, Schatz. Ja, aber lass uns rumdrehen. Ich will nicht so in der prallen Sonne. Ich habe gerade schon ein bisschen Kopfschmerzen. Ich will nicht so in der prallen Sonne. Nee, jetzt hast du schon Kopfschmerzen. Lass uns doch Ach du Grüne, Leute. Ja. Oh, also, ja, Mala. Naja, natürlich sind wir Frauen mir immer schlecht. Die. Und ich habe jetzt die Schuhe ausgezogen, weil dann schnürt mir das Blut ab und dann. Ich gehe halt auf Nummer tausend sicher. Kann ich nach vorne? Ah, ah. Aber oh, wenn ich den Arm gleich brauche, dann ist der tot. In meinen Augen so ein richtiger Vollasi. Und frisst dann mit offenem Mund. Junge, 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 Junge. Schön Jammerlappen, weißt du das? Nee, du bist echt der größte Lappen, der rumläuft, ne? Du bist der größte Lappen, der rumläuft.
Hast du da nur noch Pudding drin in den Armen? Ja. Na? Sind die eigentlich nur an deinem Körper, weil da Platz ist, oder? Mhm. Warte. Ach, das ist ja wirklich schlimm. Wenn du so ein Spiel mit den Armen gemacht hast, genauso wenn du irgendwie... Aber das geht doch dann nicht um die Arme, sondern um die Finger. Rechtfertigt sich, warum der Arm da so locker drüber liegt. Du musst dich ein Ei durch ein Gitter führen. Dann tun dir die Arme weh. So wird das nichts. Mhm. Weißt du, du hast mir versprochen, dass du mal Gas gibst. Ich hab doch Gas gegeben. Nein, dann läufst du um das Ding rum, als würden wir gerade am Sonntag spazieren gehen. Also durch den Zara läufst du schneller wie hier. Also da musste ich lachen gestern, als ich das gesehen habe, weil der Spruch witzig war. Aber ansonsten geht mir das hier schon wieder gegen den Schirm. So können wir nicht gewinnen, okay? Da muss jetzt einfach mal ein bisschen Feuer, da muss jetzt einfach auch mal ein bisschen was gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, sich zu streiten, okay? Lass es jetzt einfach gut sein. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn man sich eine halbe Stunde vor dem Finalspiel noch mal irgendwie so zankt oder irgendwas versucht auszudiskutieren. Also ich finde, da sollte man was... Ich will gar nichts ausdiskutieren, Schatz. Gib doch auch mal ein bisschen Gas. Sei doch mal ein bisschen motiviert. Schlaf nicht mal so durch die Gegend. Du musst jetzt den Schalter dann umlegen. Dann mir auch zuhören, wenn ich... Mhm. Immer aus der Sonne, Schatz. Geh mal aus der Sonne, Schatz. Näher, näher. So, ne? So. Geh mal aus der Sonne, Schatz. Und sie? Okay. Da wieder einen Grund gefunden, dass er nicht weiter mit ihr Arm in Arm liegen muss. Nur so unter uns. Für die, die es wissen wollen. Bleib du da liegen, alles gut. Jetzt geht sie dahin. Er will ihre Ruhe hier haben. Das mag er natürlich auch nicht. Ich denke danach. Und Achtung. Um sie weiter zu terrorisieren, ja? Schatz. Angriff, Attacke. Nicht nur Pudding. Hier. Weißt du, watschelt man doch nicht so. Sondern rennt man mal so. Da geht's auf Zeit. Da läuft man einfach ein bisschen schneller wie normal. Ich kann das. Ich muss mal kurz mein Kabel holen parallel. Also mir, also nein, ich kann ja mich reinversetzen, dass man in einer Beziehung ist, in so einer emotional abhängigen, ich habe es ja selber hinter mir, aber ich habe niemals das woanders schön geredet. Ich war immer ehrlich zu mir selber und habe gesagt, ja, ich weiß, ich bin gefangen, ich kann nicht weg. Ja, ich weiß, wer er zu mir ist. Ich habe das gesehen, wie meine Partner zu mir sind. Deswegen, dass sie diese Scheiße auf Instagram schön quatscht und dann auch noch den Influencern, YouTuber und Presse oder keine Ahnung, wem sie da die Schuld gibt, die wegen dieser ihre Meinung sagen. Einfach frech, ne? Und seitdem bin ich bei ihr, finde ich sie auch so, ja. Die haben sich gesucht und gefunden, die brauchen sich anscheinend, ne? Aber guckt euch an, wie unangenehm. Wenn die Hände nass sind, dann fest mal einfach ein bisschen kräftiger zu. Und dann raus, rein. Mal auch ein bisschen Spannung in den Arm. Spannung. So. Immer im Kopf sagen, was würde jetzt Patrick tun? Jetzt weiß ich einfach, was ich eigentlich für ein Tier an meiner Seite habe, was das einfach für ein Kämpfer ist. Das ist so krass. Der braucht das. Seid ihr wieder da? Ja. Ah, hallo. Der braucht das so sehr, dass so eine Frau ihm so zuredet, diesen Zucker abgibt. Das ist unfassbar. Und hier, guck mal, hier macht er so Schattenboxen. Guckt euch mal an, wie der Schattenboxen macht. Die Spannung ist, wann boxt man hier mit dem kleinen Finger eigentlich so? Habe ich noch nicht gesehen. Was war das jetzt? Schatzi. Ja, Schatzi. Und der Rest ergibt so doof? Sich dann schon. Ja, genau. Okay. Warum bist du eigentlich so doof, Schatzi? Du bist ja mit Le Maschine bist du ja zusammen. Le Maschine? Okay. Junge, 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 wenn der meine richtige Frau gerät, ne? Unfassbar. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Einzige, der echt diesen Sieg verdient hat, ist Patrick. Alle anderen oh nicht. Mein. So Gehirnwäsche macht die mit dem, macht er mit ihr. Der Einzige, der es verdient hat, ist Patrick. Oh Gott. Man hat gar kein Mitleid mehr. Wirklich nicht. Aber er mehr als alle anderen zusammen. Oh Gott. Bitte erlöse mich. Oh Gott. Und dann geht das Spiel los, das Finalspiel. Ihr könnt euch das Spiel komplett anschauen auf RTL Plus, aber wir gucken uns jetzt eine Szene ganz besonders an. Und zwar die fast zum Schluss-Szene, weil ich die auch so krank unterirdisch finde. Der steigt einfach mit seinem kompletten Körpergewicht auf ihren Rücken, um oben dran zu kommen. Der denkt nicht eine Sekunde nach,
das ist eine Frau, ich heb die hoch oder ich nehme die Huckepack auf Schulter, irgendwas. Es geht ja. Nein, der steigt auf ihren Rücken. Schatz, mich heben. Alter, was ist los mit dir? Alter, was ist los mit dir? Der steigt mit seinem kompletten Körpergewicht auf ihr Bein. Was ist los mit dir? Oh mein Gott. Heb, Schatz, heb. Schatz, heb! Was machst du? Bleib jetzt stehen. Komm jetzt her. Habt ihr die Szene gerade gesehen? Baby? Ja. Komm her. Doch. So, Freunde, komm mit. Wir stellen die Szene jetzt nach. Als allererstes ist die Szene, wo... Ich stelle euch jetzt mal hier hin. Du hast das ja nicht ganz gesehen, ne? So, okay, warte mal. Und zwar, ja, kann man sehen. Kniet sie so. Er steigt auf ihr Bein komplett drauf, um oben dran zu kommen. Das mache ich nicht. Jetzt mach, kannst du das weg. Weh. Ja, aber du kannst das mal machen. Dann knickt sie weg. Die ja. Knickt komplett weg. So. Und wirklich zu Recht, der wiegt ja, weiß ich nicht, 70, ja. 80 Kilo. Ja. Und er so, was machst du? Hey Mensch! Mach mal, aber vorsichtig, ne? Ich muss mal gucken. Ich mach's mal langsam. Ich bin da gar nicht drauf. Ja, aber geh oben drauf. Stell dich hin. Stell dich hin. Ich kann mich nicht hinstellen. Doch, stell dich hin. Junge Bruder! Doch, stell dich hin. Geh andersrum drauf. Ehrlich? Ja, ja, ja. Stell dich mal hin. Wir wissen wirklich, wie schwer das ist. Wie viel wiegst du? 67. 67, okay. Ah, Bruder! Ja, du wolltest es. Ich hab's dir gesagt. Okay, warte. Von A. Ja, es tut mir nicht leid. Du wolltest es so. Okay, und jetzt geht der. Sie sagt so, okay, geh drauf dann, weil das nicht hält. Es geht eher auf den Rücken mit. Nein, mach ich nicht. Probier wenigstens mal. Auf den Rücken. Deine Haare. Meine Haare. Okay. Boah, Baby. Ja, okay, probier ruhig. Wohin? Ja, auf den Rücken. Voll, warte. Kann ich? Mach mal mit einem Bein, so leicht. Noch? Nee, es geht nicht. Ja, nee, gar nicht. Hör mal zu. Ich war gar nicht halb oben. Hör mal zu. Ich schütze wie ein Schwein. Hör mal zu. Freunde, was er ihr zumute, wirklich, und ich übertreibe nicht. Das geht nicht. Das könnt ihr dann auch mal, wenn ihr es nicht glaubt, mit eurem Partner machen, der mindestens 70 Kilo wiegt und der wiegt 67. Also, und ich bin auch nicht zimperlich, ne? Oh mein Gott. Guckt euch an, wie die das hier machen jetzt hier. Das ist so unterirdisch. Auf dem Nacken auch noch. Auf dem Nacken, auf die Baby. Auf Halswirbelsäule. Guck, komm. Alter, das ist so hart. Das ist so hart. Mhm. Guck hier. Mhm. Jetzt sie bricht sie so weg, ne? Warum machen die das andersrum? Ja, die anderen machen es auch andersrum. Guck mal. Krass, oder? Krass, oder? Geh auf den Boden, geh auf den Boden. Ich heb dich hoch. Ich heb dich hoch. Heb das hoch. Ja, eben. Warum machen die das einfach hochgepackt? Ja, auf die Schulter. Ja, du auf meine Schulter. Ganz ja. Andersrum, drehen. Ja, wohin? Guck mal, der steht auf ihrer Halswirbelsäule. Ja, hol so die krass. Anderen Haare weg. Mach die Wehr nach so links. Krass. Mach das rüber, die ganz rüber, ganz nach links. Ganz, ganz, nee, links. Links, Schatz. So? Nein, das, was du gerade hattest, Alter. Das linke rüber. Das ja. Rüber. So, ja, das ist richtig. Und das? Das ganz nach rechts. Ich bin wieder oben im Treppen, ne? Weißt du, was die da hält? Und er sagt, Pamela, dir, du musst auch mal über deine Grenzen gehen. Du gehst nie über deine Grenzen. Ja, genau deswegen. Nein. Unfassbar. Oh mein Gott! Schatz, ich glaube, wir haben's! Mach hier! Dann hoch! Komm hoch! Komm hoch! Ich doch! Ja, Freunde, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Die gewinnen die auch noch. Und soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich gönne es einfach ihr, weil sie diese ertragen musste und ich hoffe, dass er die Hälfte ja abdrückt, ja? Aber ihm hier so viel gönne ich dem so. So, gar nichts. Das ist einfach unterirdisch. Ich kann einfach auch nichts so sagen. Boah, jetzt halt ich Rücken, Alter. Bruder. Von diesem bisschen gerade. Oh, ich. Es ist doch einfach. Es ist doch. Gibt. Also, nee. Freunde, eure Kommentare gerne sachlich in runter. Eure Meinung runter in die Kommentare. Das war's für heute. Das war für Sommerhaus. Aber wir kommentieren natürlich auch noch das Wiedersehen. Das große Wiedersehen. Und. Ich habe Erik Sindermann im Interview. Das drehen wir morgen ab, am Freitag. Das heißt, das kommt hier auch noch. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt mir eure Fragen gerne auf Instagram schicken an Erik. Das sind auch schon meist, also sind sehr viele auch schon reingekommen. Das heißt, das Wiedersehen werden wir kommentieren natürlich, weil da soll es wohl übelst abgegangen sein. Und
das Interview mit Erik Sinnermann steht an. Dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Ich hab euch lieb, bleibt gesund und lasst euch nicht sowas gefallen.